Ein Interesse des Senats zur Aufklärung habe ich nicht feststellen können. Im Gegenteil. Wir haben ja als Abgeordnete ein entsprechendes Fragerecht, das korrespondiert mit der Antwortpflicht des Senats. Und unter anderem habe ich mich erkundigt, wer von den Personen, die im Rahmen des gesamten sogenannten Kentler-Experiments Entscheidungen getroffen haben in der Verwaltung, in den Jugendämtern etc. pp., eigentlich heute noch im Dienst sind und wo die tätig sind. Und diese Antwort hat man mir verweigert. Man kann noch darüber reden, dass das eine Antwort ist, die vielleicht nicht öffentlich beantwortet werden muss, aber auch dann ist sie in jedem Fall dem Abgeordneten selbst gegenüber dann gegebenenfalls als Verschlusssache eingestuft zu beantworten. Auch das ist nicht geschehen. Man hat also im Gegenteil alles getan, um die Leute, die an diesen dramatischen Entscheidungen beteiligt waren, weitermachen zu lassen.